Bin ich hier drin? Ja. Und wie nah ist halt das Mikro eigentlich so? Also denk dran, ne? Das ist für die Ewigkeit. Vor ziemlich genau 10 Jahren ziemlich in die Wolle gekriegt. Chris ist nach Berlin gegangen, ich bin hier in Rosenheim geblieben. Und das war wie in so einer Ehe, wie in so einer Fernbeziehung, das dann wahrscheinlich nicht mehr funktioniert hat oder ja, hat halt einfach nicht mehr so gepasst. Und wir haben dann, jeder hat sich auf seine Soloprojekte gekümmert. Also Chris hat mit Phono viel gemacht. Ich habe meine Seele an die Werbeindustrie verkauft, was aber immer noch Spaß macht, was großartig ist. Nee, und vor 2 Jahren bist du wieder hergezogen, oder? 2,5 Jahren ungefähr, oder 2. Ja. Ja, sowas. Und da sind wir uns so 1-2 Mal über den Weg gelaufen, aber wirklich so, war es jetzt oder nicht? Und dann irgendwann sind wir uns mal so richtig so Auge in Auge und es war so, wir haben dann so getan, als ob wir uns nicht kennen würden. Wir haben wirklich 10 Jahre nicht gesprochen. 10 Jahre Funkstille, um den alten Gag Hugh aufzugreifen. das war echt komisch, war auch affig. Das war echt Kindergarten. Und da war genau zu der Zeit, wo der, ich bin sehr gut befreundet mit Andi Thoma von Aus dem Mars. Der hat dann eben gemeint so, du Michael, ich hätte so gern für die 21-Jährige oder eigentlich für die 20-Jährige damals noch Jubiläumsplatte von Maus und Mars einen Track mit dir und das wäre so geil, aber weißt du, was so richtig geil wäre, ein Funkstörung-Track. Ich sage, ja, Funkstörung gibt's nicht mehr, geht nicht. Ja, weißt du was, Michael, ich ruf Chris an, ich mach das klar. Und dann war es, ist doch totaler Quatsch, ich ruf Chris an, ich mach das klar. Und das war halt der Grund, warum wir uns wieder getroffen haben. Und dann haben wir auch gemerkt, das funktioniert wieder super. Das ist auch, ich glaube, wir brauchen auch Rosenheim. Wir brauchen diese örtliche Nähe, um arbeiten zu können. Und naja, wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Pause gebraucht. Wahrscheinlich haben wir auch einfach Pause gebraucht. Vielleicht ja, brauchen es ist wir die ja schon 2 Jahre intensiv, wieder. So, wenn du halt einfach über 10 Jahre zusammenarbeitest, irgendwann mal kam der Krach. Wir haben nämlich so angefangen, dass wir uns quasi gegenseitig Tracks geschickt haben. So, was wir gut finden jetzt irgendwie. Und es hat echt irgendwie gepasst. Es war so, oh krass, ja, ich finde auch gut den Track. Und ja, geil, ich finde das auch gut. Und das Album und bla bla bla. Und so haben wir auch erstmal so wieder so ein bisschen so gecheckt, was der andere so, ob er sich irgendwie weiterentwickelt hat oder sich woanders hin entwickelt hat. Und letztendlich haben wir uns weiterentwickelt, aber in die richtige Richtung, beide in dieselbe Richtung. Und das war. Ja, Funkstörung hat aber auch immer schon ausgemacht, dass wir viele Stilrichtungen mit einfließen haben lassen. Also es war immer schon, ist immer Pop schon drin gewesen, auch wenn es die Leute nicht wahrhaben wollen, aber da ist Pop, da sind Pop-Elemente drin, aber immer Hip-Hop, klar immer Elektronik, verschiedene Einflüsse und deswegen, wahrscheinlich war es gar nicht so schwer, eine gemeinsame Schnittmenge wieder zu finden, weil wir ja beide auch sehr verschiedene Geschmäcker auch dann in verschiedene Richtungen haben. Viele Leute haben uns irgendwie so als Klangforscher bezeichnet. Ich selber sehe es gar nicht so sehr. Also wir haben total Spaß dran, Klänge zu finden, zu formen. Vor allem auch so bei Beats und Breaks, das alles macht. Das macht total Spaß, das ist super. Aber wir sind nicht die Nerds, die im Keller hocken. Okay, wir hocken im Keller, aber wir sind nicht die Nerds, die im Keller hocken und nur sich dran einen aufgeilen, wie man jetzt da so ein Plugin programmiert oder mit Max MSP, also mit Programmiersprachen irgendwas da noch macht, dass ganz was ausgefallen ist und am Ende kommt dann doch nur so raus und das ist Quatsch. Also uns hat nie interessiert, wie das großartig gemacht ist, sondern das Ergebnis dann hat uns immer sehr interessiert. Yeah.
ich finde es sau interessant, wie sich das auch entwickelt hat. Also echt so, wenn du dran denkst, vor 10 Jahren war unsere Musik quasi für die meisten unhörbar. Die meisten so, Gott, mein CD-Player ist kaputt, oh, da bricht mir ja die Beine, wenn ich da drauf tanzen soll oder so. Ich weiß nicht, die ganzen Sprüche. Und jetzt hörst du dir irgendwie selbst eine Katy Perry-Produktion an, also, oder Britney Spears und so, boah, da sind jetzt Breaks drin. Pff, die haben wir genauso vor 10 Jahren gemacht. Oder das wäre genauso unser Ansatz gewesen. Vor 10 Jahren? Ja, noch länger. Ja. Vor 10 Jahren waren wir ja schon nicht mehr. 15 Jahre. Nein, aber das ist unglaublich. Also ich sage auch immer, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt mit dem Album, wir haben uns natürlich weiterentwickelt. Also ich finde, wir haben eine ganz klare Entwicklung hingelegt. Aber die Genetik, die Funkstörung-Genetik ist voll beibehalten geblieben. Also das klingt immer noch wie Funkstörung, finde ich jedenfalls. Naja, oder die ersten Leute, die es gehört haben. Aber das Erstaunliche ist, du klingst auch mittlerweile wie die Sachen, die im Radio laufen teilweise. Und das ist so eine ganz für uns selber überraschende Entwicklung. Hat halt natürlich viel verändert. Und es geht halt tatsächlich so, dass große Pop-Produzenten oder halt der Mainstream sich quasi in unsere Richtung bewegt hat. Das hat sich halt extremst verändert. Du merkst halt einfach auch, dass große Produktionen und so auch mal was wagen und nicht nur immer die alte Gitarre auspacken und da irgendwie rumklempern und ein Standardschlagzeug benutzen, sondern da wird wirklich also gute Plugins benutzt und da wird auch ein bisschen rumexperimentiert. Und so im Großen und Ganzen finde ich es cool. Manchmal ist es ein bisschen affig, aber also ein bisschen aufgesetzt von diesen Mainstream-Leuten. Aber so an und für sich finde ich es ganz, ganz cool. Das ist auch ganz komisch, wenn wir Musik machen. Du baust deinen Beat, du baust deine Melodie und denkst dir so, oh geil, klingt schon super. Aber wie wäre das, wenn jetzt da wieder drüber singen würde? Und dann probieren wir das halt aus. Wir haben super Vokalisten am Start, gerade mit Another, der unser Hauptgastsänger ist. Ein großartiger Typ, der probiert das halt einfach mal aus. Und in jedem Fall war es dann so, oh geil, der Song ist eigentlich noch viel geiler mit Vocals. Ich glaube, das nehmen uns auch ein paar übel, weil wir halt so sehr vocal-affin sind, aber das gehört einfach zu uns. Das haben wir jetzt seit Jahren gemacht und wir finden es super. Und ich finde es auch ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Also bei so Elektronik, da fehlt oft ein bisschen Seele, finde ich. Und wie kriegt man einfache Seele in einen Song rein als mit Gastsängern? Also wir haben ja damals, wo wir den Björk-Remix gemacht haben, ist uns ja tatsächlich erstmal aufgefallen, wie cool eigentlich das ist, so dass man so diese elektronischen Beats und sonst was kombiniert mit einer Stimme, mit einer guten Stimme. Und seitdem waren wir eigentlich total immer total auf Vokalisten irgendwie, also auf schönen Gesang. Uns geht es echt darum, uns wieder auszutoben. Das war das Hauptaugenmerk. Einfach wieder zusammen Musik machen. Da geht es um Spaß. Das ist Gott sei Dank nicht mehr unser Hauptverdienst hier. Und das, glaube ich, macht es auch so entspannt für uns.